Während er losläuft und das Lagerhaus baut. Wie heißt du? Ach, Geir. Weißenschürfer. Wie viele Schuhe haben wir denn noch? Oh, langsam werden sie wieder Mangelware. Aber Eis kommt, oder? Ja, sehr gut. Unser Jäger kann also wieder schustern. Okay, der eine Bauarbeiter könnte ein bisschen problematisch werden. So, wie viele Kinder haben wir jetzt noch? Ein Mädchen und zwei Jungs. Also unseren Holzfäller und unseren Goldschmied nachher. Die schicken wir erstmal essen. Ja, du bist voll, aber du bist hungrig. Gut, das könnte ein bisschen knapp werden, aber du solltest es auf jeden Fall noch rechtzeitig schaffen, nach Hause. Um zu essen. Ja, Bier ist kein Problem. Sagen wir so, Bier und Gold zu produzieren, wenn der andere Bier und Gold als Tribut will für seine Krieger, ist einfacher als Speere herzustellen. So, du machst mal wieder neue Holzwerkzeuge. Die werden nämlich auch mal wieder knapp. Du bist erwachsen. Ah, ich weiß, wie du heiratest. Du heiratest unseren Kundschafter. Wenn es dann mal soweit ist.
Also unseren ehemaligen Kundschafter, der wird nämlich der Goldschmelzer. So, du bist erwachsen. So, Nahrung. Na, stellen wir die Wunschmenge einfach auf 100. Der Bäcker wird ja jetzt hoffentlich nicht da langlatschen. So, du Holzfäller. Du Lebenssammler. Nee, halt. Du abbrechen. Du unnütz. Fürs Erste. Dich habe ich viel zu früh geholt. Wir haben Holzwerkzeuge. Möbel haben wir noch ein paar. Na, lass ihn mal warten. Du hast Holzfäller gelernt, gut. Ja, ja. Naja, lass ihn in der Schule warten. Da stört er wenigstens gerade niemanden. Und wir kriegen auf jeden Fall Eisen rein. Das ist immer gut. Ja, du wirst eine Weile brauchen. Wo ist mein Kundschafter? Da. Der kann hier nochmal was futtern. Und dann kann er eigentlich helfen, hier die Goldmine zu bauen. Och nö. Sören sollte lieber mal wieder was essen. So. Und Arnora kommt erstmal hier runter. Die heiratet dann Ingi. Du holst Weizen, während der andere mit dem Lehm und dem Holz rumhantiert. Nee, Du bau doch lieber erstmal das Holzfällerzelt. Thank you.
Jetzt passt unser zweiter Holzfäller eigentlich. Holzfäller. Bauarbeiter. Gut, du hast Eisenschmelzer erfunden. Das ist sehr gut. Ach so, du hast Hunger. Ja, gut. Du bist jetzt wieder komplett voll. Du schaffst einfach mehr Eisen ran, solange wir Eisen produzieren können. Weil erstmal will ich die Goldproduktion laufen haben, bevor ich anfange, den also den Werkzeugmacher zu bauen. Und ja, eigentlich, ich brauche noch jemanden. Du Eisenschmelzer jetzt erstmal. Weil ich wollte ja die Wombo-Kombo für Eisen machen. Das heißt eigentlich, die Eisenschmelze und die Eisenmine wird die ganze Zeit über betrieben. Eisen ist da ja viel mehr als genug da. Und du wirst halt Werkzeugschmied. Wo ist meine Unverheiratete eigentlich? Ach, hier. So. Eigentlich, sobald du... Nee, halt, du hast nicht den Träger. Du müsstest der Träger, ja. Sein. Du versuchst zu arbeiten, du hast halt noch keinen Arbeitsplatz. Du kannst wieder trainiert werden. Der geht aber arg weit weg. Ja, dass du nichts zu tun hast, ist bekannt. Wo bist du gerade? Gut, Goldmine ist fertiggestellt. Nein, du machst mir jetzt bitte den Händler. Und du kümmerst dich hier um das. So, und du holst Nahrung. Brauchen wir dringend hier unten. Oh, sie hat Nahrung gefunden.
Ah, hier gibt es ein paar Beeren. Gut.